Ey Leute, und da bin ich wieder, Eskimo dabei, Let's Play Half-Life Source, ja! Oh, falsche Richtung. Ich bin's heute, SimaFix, und wir spielen Half-Life Source, so der Name. Und im letzten Part wurden wir von den Soldaten geschnappt und in eine Müllanlage geworfen, doch wir konnten rauskommen und haben jetzt schon wieder ein paar Waffen hier. Aber noch nicht viel, und wir können damit, super. Oh, wir haben fast gar nichts. Ja, und wir haben erfahren, dass wir ein paar Wissenschaftler finden müssen, um hier aus dem Das Komplex Schiff wieder war rauszukommen. hinunter. Und in diesem Kom Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Ach komm, halt mal. Und in diesem Bereich werden wir von, also sehen wir, was die Forscher mit den Wesen gemacht haben. Ja, und das sind nicht so schöne Sachen. Okay, Mann, was wir geben, den okay, einer ist Typen in die tot. Pfoten zu Ja, schieß lieber! Oh mein Gott, das sind schon wieder Pisser hier. Oh! Nein, nicht nachladen! Was, weiter geht's nicht? Natürlich geht's weiter. Einfach weitergehen. Sorry. Ich wollte dich nicht treffen, aber du bist mir im Weg gelaufen. Okay, kann man nichts machen. Sein Problem. Ja, und wir wurden auch alle unserer Waffen beraubt, deswegen haben wir keine Munition bei allem. Oh, Pistole haben wir jetzt was. Toll. Ah, das ist natürlich richtig schlimm, aber trotzdem, wir werden das schon hinkriegen. Okay, schauen wir mal. Nein, Vater, verdammt. Verdammt. Nein, okay, dann muss ich nochmal Spielstand von lernen, weil wahrscheinlich können wir mit dem in den Raum da gehen. Da würde ich gerne reingehen. Ach Scheiße. Nein. Ich lade jetzt nochmal den da. Gut. Okay, nochmal von neu. Geh nicht davor, du Pisser hier. Okay, der war schön. Oh, wir haben auch wieder eine Shotgun. Mach das mal bitte auf. Komm. Mach's auf! Zugang verweigert. Hey, du bist doch... Oh. Das würde ich ihn gerne töten, ganz ehrlich. Immer sagen wir... Ah, okay, das hat es nicht so gemacht. Ja, und wir wollen natürlich immer rauskommen. Wir wollen immer noch die Portale schließen, die sich hier die ganze Zeit öffnen. Warum? Das ist der Grund, warum hier die ganze Zeit über die merkwürdigen Aliens reinkommen. Und ja, haben wir noch viel zu tun, würde ich mal sagen. Okay, da hoch. Was gibt's hier Schönes? Munition. Geil. Kann man echt gut gebrauchen. Hier geht's weiter. Oh. Ja, und hier ist der Bereich, wo die Forscher sehr merkwürdige Experimente gemacht haben. Was? Du bist doch... Was bist du für ein Heini? Mach da die Tür auf. Warum machst du die Tür auf, du Spasti, ey? Okay, jetzt stirbt der unser Begleiter. Das ist jetzt sein Problem. Warum macht er die Tür auf, ganz ehrlich? Kämpf alleine. Okay. Sorry. Kann man nicht dafür... Ey, ganz ehrlich, wenn der auch da die Hackcrafts frei ist, warum macht er das? Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt eine Waffe. Echt. Ah! Scheiße! Dreck, Sackrap, hast mich zu Tode erschreckt. Da ist noch ein Forscher. Und unsere Armbrust. Und irgendwelche... Viecher? Toll. Okay. Warte, das will ich jetzt testen. Was sind... Was können die? Okay. Ich glaube, die können gar nichts. Ich habe zumindest nicht gemerkt, dass sie irgendwas gemacht haben. Toll, immerhin haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Munition. Okay, ich weiß noch nicht genau, was die machen. Aber wir haben unser Armbrust auch wieder. Natürlich nur vom Schuss. Damit können wir krass viel anfangen. Gehen wir erstmal da lang. Ah! Ja, toll. Okay, da war doch noch irgendeiner. Na? Nee, sehe ich nicht ein. Energie jetzt. 60%. Da, Pisser. Oida, mein Gott. Ich meine, die langweilen richtig. Okay, das sind alles Wesen,
die von dem Planeten gekommen, oder Planeten oder keine Ahnung, wollte man die Portale auch hinführen und daherkommen und ja, die Wissenschaftler hier haben mit denen merkwürdige Experimente gemacht. Ich will gar nicht wissen, was die genau mit denen gemacht haben, aber deswegen heißt das Kapitel auch fragwürdige Ethik. Was ist auch so, wir haben 100 Leben. Gut. Okay, dann geht's weiter. Geht's wieder nach unten. Ich will aber hier noch mal hier schauen. Was gibt's hier Schönes? Tote Heinis. Oh toll, da kommen wir her. Ach, schön. Super. Hat's ja gebracht. Okay, wie schnell kann Gordon Freeman die Waffe erkennen? Uah. Haben wir von irgendwas viel Munition? Von der Pistole haben wir glaube ich 98. Okay, dann werden wir versuchen, auf die Pistole zu benutzen. Aber gegen die kann man einfach nicht oft Pistole benutzen, weil die einfach so übertrieben stark sind. Und es kommen ja nur die eigentlich, oder diese, die da. Das ist ja ein neuer Gegnertyp und der ist richtig scheiße. Was gibt's hier? Explosivfässer. Warte, ich will jetzt mal was testen. Toll. Krass, viel gebracht. Nee, das machen wir so mit dem da. Okay, ein Roboter weniger, auch wenn das dann echt eigentlich ein Marine ist oder was auch immer. Irgendwas Militär-Heini halt. Super, hat's nicht gebracht. Egal, gut, dann, aber der ist schon tot, gut. Okay, Munition. Dann so. Oh, was ist denn hier schon? So mehr Experimente. Cool, sieht sehr sicher aus. Herr Krabs? Ich wette, die werden gleich rauskommen, mich angreifen. Oh, viele Herr Krabs. Ich mag keine vielen Herr Krabs. Oh. Kommen wir da nicht her? Doch, da kommen wir her. Hä? Merkwürdig. Ach so, ich bin ich dann. Hä? Verdammt. Super. Ich hätte erst nur auf die Space Marines gehen sollen. Ja, super, jetzt gehen beide auf uns, natürlich. Natürlich, ich verarsche mich. Gordon Freeman Power. Oh, echt mal der Bezirk. Hier ist der Bereich echt groß. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass ich hier immer Kisten mache. Kaputt haue, in die nicht. Oh. Natürlich ist da eine Mine. Und auf die werde ich jetzt hier geskillt schießen. Oh, Skill. Ja, okay, eigentlich Skill. Ich habe auf eine auf was geschossen. Naja, egal, trotzdem Skill. Gut, hier ist etwas Munition, da würde ich auch gerne hin. Wie kommt man da hin? Ich will da hin. Ich brauche echt mal, jetzt mal hier Munition. Ich habe gar nichts. Ohne durch das Fenster? Nee, komm natürlich nicht. Egal, wir sind Gordon Freeman, wir brauchen keine Munition. Ich weiß, ich sag immer, Gordon Freeman braucht nichts, aber irgendwann braucht Gordon Freeman doch was. Da vorne haben wir, glaube ich, alles angeschaut. Oh, zwei Munition, cool. Dann gehen wir jetzt doch hier weiter und greifen als erstes die Aliens an und dann den Rest. Hackcrab. Tote Hackcrab. Oh, fuck, die anderen Hackcrabs sind jetzt auch draußen. Komm. Walljump hier. Ich sehe noch nicht ganz den Sinn davon. Ich meine, jetzt kann ich hier rein, toll. Nee, da lade ich mal. Na, natürlich falschen Speicher. Natürlich die falsche Taste gedrückt, war ja eh klar. Was habt ihr bitte von mir erwartet? Gut, so. Und jetzt laufen wir da hoch und machen erstmal die, die Heinis hier fertig. Das
Soll ich jetzt sogar am Anfang meine Magnum nehmen? Komm, Alien, mach die alle! Oh. Okay, er ist tot. So, geht down! Gut. Oh. Nee, kein Bock. Nee. Oh, ich habe jetzt echt gedacht, ich habe damit geschielt. Gut, und wenn ich mich nicht ganz irre, war da noch einer? Ich brauche gerade keinen Lebensverlust, danke. Was ist hier? Ein Knopf. Und wie kommen wir da ran? Einfach kaputt haben. Oh, müssen wir gar nicht kaputt haben. Oh. Check ich nicht. Bin zu blöd dafür. Wie lange haben wir noch Zeit? Ja, noch ein paar Minütchen. Oh, echt, man, der... Ah, mein Gott, warum hast du nicht die Heinis angegriffen? Geh, echt, man greift natürlich nur mich. Was ist das? Er ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu überlassen. Da haben sie sich wissenschaftlich verbarrikadiert. Und die sind jetzt tot. Oh! Aber wir haben irgendeine geile neue Waffe. Cool. Okay, ich check's noch nicht so ganz, aber es sieht cool aus, das Ding. Okay, was ist das Ding? Egal, testen wir es einfach mal. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwann ein Gegner kommen. Komm, irgendein Gegner. Oh, wo geht's denn da lang? Nach unten, toll. Oh, epische Musik wieder. Schalter können wir nicht betätigen. Wo geht's denn hier lang? Oh! Echt, man, bevor wir gekippt wurden, hatten wir überall genügend Munition. Jetzt haben wir hier überall nirgendwo Munition. Okay, ich werde jetzt mal, warte, hier die neue epische Waffe benutzen. Okay. Cooles, abgefahrenes Alien-Laser-Dings. Ich würde sagen, epic. Mess. So Half-Life-Musik, die... Ganz ehrlich, die ist ja nur so immer im Hintergrund, aber die ist trotzdem richtig geil. So richtig schöner Techno-Sound hier. Passend halt. Okay, Kisten zum Hauen, Kisten zum Hauen. Es kommt keine Hackcraft raus, denn normalerweise kommen immer Hackcrafts aus Kisten raus. Okay. Hier mal ein bisschen Munition für unsere coole neue Waffe bekommen. Und jetzt drücken wir den Knopf. Oh, geil. Okay, aber bevor wir diesen Schaff haben, machen wir kurz Karte und sehen uns dann gleich wieder bei Let's Play Half-Life Source. Bis dann, ciao.